Hm, wer klopft denn da? Ich mach auf. Hallöchen. Hier, bitte sehr. Hier, die Lieferung. Oh, was für eine schwere Kiste. Hä, was hat sie denn da? Mal sehen. Ein paar Bretter, das ist gut so. Ich werde mir gleich mein Traumbett daraus bauen. Oh, was für ein großes Holzding. Ich leg's auf den Boden. Hä, was hat die vor? Mann, die ist ja komplett in die Kiste eingetaucht. Hm, das ist mein kleiner Zaun. Der ist ja riesig. Ich hab fast alles raus. Und natürlich noch das Werkzeug. Ah, das hat weh getan. Weg mit der Kiste, die brauche ich nicht mehr. Und was hat die jetzt vor? Die Bauarbeiterin Mary macht sich an die Arbeit. Aha, das kommt hier hin. Und das hier, hier hin. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin die geborene Baumeisterin. Das wird gleich richtig schön. Jetzt habe ich ein Bett mit 2 Etagen. So eins wollte ich schon immer mal haben. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Das ist ja fast besser als meins, aber das werde ich gleich ändern. Jetzt warte ich auf den Kurier. Da kommt er. Hello. Leute, hallo, das ist für euch. Fertig. Oh, was für eine Schönheit. Na, das sage ich doch. Okay, das Bett ist aufgebaut. Hier fehlt noch ein bisschen Licht. Und noch ein paar nette Bilder. Na, lass mal nachschauen, wie alles funktioniert. Wunderbar, gefällt mir. Unglaublich. Mach den Mund zu. Na, wer hat jetzt das coolste Bett? Das hat weh getan. Was macht denn da meine Nachbarin? Das geht dich nichts an. Ich muss mir doch was überlegen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich brauche einfach ein paar Vorhänge. Die gefallen mir gut. Und diese Tischdecke ist auch nett. Ich habe zwar nicht viel Geld, aber dafür habe ich ein cleveres Köpfchen. Sieht doch schon mal schön aus, oder? Mindestens genauso gut wie bei Jennifer. Ah, das hat wehgetan. Was erlaubst du dir? Wow, das sieht ja schon schick aus. Aus der Tischdecke mache ich mir noch eine Hängematte. Oh, das ist richtig gemütlich. Gefällt mir. Na, Nachbarin, was sagst du dazu? Irgendwie ist mir langweilig. Ah, gleich werde ich mir was richtig Cooles bestellen. Ja, ich komme schon. Hier, guten Tag, Ihre Lieferung. Na, komm mal rein. Kannst du das bitte installieren? Aber auf jeden Fall. Fertig. Ach, bitte sehr, das Geld. Wiedersehen. Hallöchen, ich wollte euch alle zu meiner Party einladen. Hallo Mädels. Schaut euch mein kleines Häuschen an. Das sieht ja toll aus, Jennifer. Richtig gemütlich. Das ist eine private Party, keiner darf da rein. Es wird Zeit für ein bisschen Musik. Tja, ich glaube, ich habe auch eine gute Idee. Ich brauche die Tischdecke. Und jetzt etwas Geschirr. Und ein paar treue Freunde. Hä, was macht die denn da? Ich muss die Musik lauter machen. Ah, was ist denn hier los? Ich hoffe, Mary gefällt unsere Party. Ah, es wird Zeit, dass ich zurückschlage. Hallo, meine Nachbarin spielt die Musik viel zu laut hier. Na endlich, da ist der Hausmeister.
Ja, guten Tag, was ist los? Kommen Sie mal mit. Hier sind die Stirnfriede. Vielleicht werden wir dem auf den Grund gehen. Hä, was ist hier los? Wer bist du denn? Ich habe hier einige Beschwerden über Sie gehört. Ach, was Sie nicht sagen. Ich glaube, damit können wir das Problem lösen, oder? Oh, ja, natürlich. Kein Problem. Ich gehe dann mal. Oh, was soll das denn? Okay, ich habe eine andere Idee. Ich muss einfach meine eigene Party starten. Zuerst brauche ich diesen Globus hier und jetzt diese alten CDs. Ich habe mir schon was überlegt. Die CDs zerschneide ich in kleine Splitter. Super. Und jetzt nehmen wir uns diese Splitter und kleben sie auf den Globus. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Die Disco-Kugel kommt hier oben an. Die beste Dekoration. Und den Rest der CDs bringe ich auch noch hier an, damit die schön leuchten. Wer braucht schon eine teure Soundanlage, wenn ich einfach einen Lautsprecher benutzen kann? Hauptsache, die Musik ist laut genug. Das macht so richtig viel Spaß. Hey, was ist denn da los? Oh, diese Party gefällt mir viel mehr. Hallöchen, wir wollen mitmachen. Ich muss mir noch was überlegen. Aha, ich habe doch ein paar dieser Glühbirnen hier. Oh, die sind ja toll. Jetzt brauche ich noch ein Kabel. Und fertig ist meine Girlande. Jetzt bringe ich die nur noch hier oben an. Was hat die denn schon wieder vor? Oh, das sieht richtig gemütlich aus. Ich mag mein kleines Häuschen. Oh, da muss ich sofort was Besseres kaufen. Guten Tag, kommt mal schnell rein. Ich will, dass hier alles mindestens genauso gut scheint wie bei Mary. Awesome. Ach, so sieht's gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Es funktioniert. Hier ist das Geld. Vielen Dank. Oh, das sieht ja schön aus. Tja, nicht so toll wie bei dir, oder? Schau mal. Oh nein, mein kleines Haus brennt. Warte, wir haben noch einen Feuerlöscher. Gleich kriegen wir das wieder in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, Jennifer. Das wird schon. Na also, ich hab's geschafft. Mein Haus ist ruiniert. Tut mir leid, Jennifer. Du kannst ja so lange in meinem wohnen. Okay, lass uns zu dir gehen. Gefällt's dir hier? Ja, aber eindeutig. Hier, schau mal, das ist ein Hagiwagi und Kissimissi. Wow, so fast. Da sitzt sie mir. Warten Sie bitte, ich komme. Hello. Guten Tag. Danke. Das alles ist für mich. Ich werde das Bett jetzt ein bisschen aufmöbeln. What? Was macht sie? Jetzt zeige ich euch, wie man ein schlechtes Bett in ein perfektes Bett verwandeln kann. Alles, was ich dafür brauche, ist kaum viel. Oh, ich kann nicht halten. Pass auf. Alles gut. Keiner wurde verletzt. Also, mach ich weiter. Geht es dir gut? Ja, ja, alles ist in Ordnung. Ich habe ein sehr wichtiges Detail für meine Konstruktion gefunden. Lass es dort liegen. Noch ein. Das war's. Das ist erledigt. Jetzt der Bohrer. Au, ich falle. Ich habe doch gesagt, du solltest vorsichtig sein. Alles ist in Ordnung. Jetzt werde ich den Müll loswerden und werde mein Bett bauen. Es ist sehr einfach. Alles, was man tun muss, ist die Bretter gut zu befestigen und das ist schon die halbe Miete. Fertig, ich habe es gut gemacht. Perfekt, erledigt. Wow, ich will auch so ein. Ich kann es mir leicht leisten. Schon da? Kommen Sie herein. Hier ist Ihr Geld. Wir machen gleich alles. Vielen Dank. Was ist das? Puh, das war hart.
wieso? Das ist sehr cool. Das ist keine Überraschung. Ich werde das beste Bett haben. Cool. Und Sie haben die Blumen gestellt? Sehr gut. Ja, gut gemacht. Mit den Kissen ist alles fertig. Awesome. Noch der letzte Schlief. Und achtet auf eure Augen. Wow, und was hast du gedacht? Wirst du das beste Bett haben? Wow. Oh, es ist so hart, hier zu sitzen. Es ist so schön hier. Was sieht sie mich an? Na gut, was soll ich hier tun? Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen. Vorhänge. Jetzt wird es sicher wunderschön werden. Und was wäre, wenn ich etwas anderes nehme? Auf einen Schlag. Jetzt muss alles auf den Punkt gebracht werden. Okay. Ich brauche einen Tacker. Immer eine gute Hilfe. One more. Los geht's. Ein Vorhat ist fertig, jetzt den zweiten. Yes. Geschafft. Aua, warum wirst du den Tacker? Wow. Ja, ja, ich werde jetzt alle überraschen. Die Hauptsache ist festzubinden. Ich habe eine wunderschöne Hängematte. Ja, ich kann mich drauf ausruhen. Sehr bequem. Hat sie sich eine Hängematte gebaut? Sei nicht neidisch. Es ist irgendwie langweilig. Eine Idee. Die Hängematte ist noch nicht nötig. Ich werde einen Tisch aus diesem Nachttisch und diesem Stoff machen. Es sollte schön sein. Jetzt brauchen wir noch Besteck. Ich habe einen schönen Teeservice mit so süßen Tassen. Willkommen bei der Teeparty, meine Freunde. Was für ein Kindergarten, eine Teeparty. Ich habe eine bessere Idee. Ich möchte Musik hören. Sie wird bestimmt eifersüchtig auf mich sein. Hallo? Kommen Sie rein. Stellen Sie sich hier hin. Feiern Sie heute Abend eine Party? Was für eine Party ohne Lichter. Ja, Sie haben recht. Gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt rufe ich alle meine Freunde an. Mädchen, hallo, hallo. Ich habe euch schon so lange nicht gesehen. Lasst uns Spaß haben. Jetzt wird's richtig geil. Was machen Sie da? Nicht reinkommen? Ich wollte das aber selbst nicht. Es ist so laut. Das ist unmöglich. Meine Ohren. Macht die Musik aus. Nun, ich werde es Ihnen jetzt zeigen. Ich rufe die richtigen Leute an. Man wird sich um Sie kümmern. Ja, die Musik ist zu laut. Kommen Sie. Ich warte. So schnell. Hallo. Dorthin, bitte. Wir bringen alles in Ordnung. Keine Sorge. Sie? Ja, ja. Ein Profi ist am Werk. Mädchen, Sie machen zu viel Lärm. Das ist nicht gut. Ich habe eine Idee. Es ist für Sie. Vielen Dank. Es ist ein Vergnügen, mit so netten Leuten Geschäfte zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Party. Was für ein schöner Tag heute, der mich zum Tanzen und Lächeln bringt. Habe ich recht? Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Sieht nur, wie man Probleme lösen soll. Ach so, schon wieder. Okay, ich habe auch eine Idee. Ich weiß, wie man Spaß hat. Du wirst sehen, meine Party wird 100-mal besser als deine sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Globus. Ich hole die Disketten. Großartig, jetzt reicht es aber. Jetzt muss ich sie ein bisschen zerschneiden. In kleine Quadrate ausschneiden. Passt auf. Erledigt. Ich habe jetzt viele glänzende Quadrate. Sie müssen auf meinen Globus geklebt werden. Und fertig. Es ist wunderschön. Jetzt soll ich es hier aufhängen. Es sieht perfekt aus. Ich kann die Wand mit den übrig gebliebenen Scheiben dekorieren. Ich habe so gut ausgedacht. Ich habe keine Lautsprecher, aber ich habe Schlauheit dafür. Ich drehe meine Lieblingsmusik lauter, damit sie jeder hören kann. Gefällt es euch, meine Freunde? Was ist das? Was für eine coole Party. Wir müssen dorthin gehen. Hallo, dürfen wir zu dir? Ja, natürlich, macht mit. Es ist eine Teeparty, wie aufgeregt. Wie ist das möglich? Ich brauche etwas Licht. Das Buch ist so interessant. Was ist das? Das Licht blinkt. Das ist nicht gut. Es ist aus. Hey, funktioniert doch. Was soll ich tun? Wow, ich habe eine Kiste mit Glühbirnen. Das sind ganz schön viele. Die hier sollte passen. Oder sie könnte für etwas anderes
verwendet werden. Alle Glühbirnen auf den Boden auslegen. So. Und dich brauche ich sehr. Genau gesagt, dein Kabel. Erledigt. Jetzt soll ich die Lampen anbringen. Es hat geklappt. Was macht sie da? Ich befestige nun die Girlande um den Rand des Bettes herum. What? Was ist das? Super, was für eine Schönheit. Es ist sehr hell. Jetzt kann ich mein Buch weiterlesen. Ach, ich bin so begabt. Wow, wenn du so kannst, dann kann ich es auch. Ich brauche eine Lieferung, dringend. Guten Tag. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Bringen Sie Licht in dieses Bett. Kein Problem, ich habe alles, was ich brauche. Sie werden das hellste Bett aller Zeiten haben. Schalten wir an und fertig. Wunderschön, hier ist Ihr Geld. Danke. Wow. Oh nein, was für ein Albtraum, alles steht in Flammen. Mein Bett, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wir müssen jetzt auslöschen, jetzt. Ich werde alles tun, ich rette dein Bett. Erledigt. Das war wirklich beängstigend, aber wir haben das geschafft. Komm zu mir. Na ja, gehen wir. Was kann ich noch tun? Aber hier ist es bei dir sehr schön. Und deine Spielzeuge sind cool. Frieden. Ja, natürlich Frieden. Hier werde ich also in den nächsten Wochen wohnen. Oh, was für ein altes Bett. Das sieht so aus, als würde es gleich auseinanderfallen. Sieht ja furchtbar aus. Oh, das gefällt mir viel mehr. Ist ja wunderschön. Die Bettwäsche und der Nachttisch. Das gefällt mir gut. Oh, hab ich schwere Koffer. Ich habe keine Lust mehr, die zu schleppen. Was soll dieser Albtraum? Ich will hier nicht leben. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Kate, was sitzt du da? Komm mal her. Willst du $100 verdienen? Tauschst du Betten mit mir? Okay, dieses Angebot nehme ich an. Gib mir das Geld. So ist gut. Also los, geh auf dein Bett. Ah, da ist wohl jemand. Ich muss die Tür öffnen. Ah, Hallöchen, komm rein. Ich habe so lange auf dich gewartet. Hallo, ich habe alles mitgebracht. Das ist gut. Hier hast du das Geld. Was zum Teufel ist das denn? Wieso bringst du diese schmutzige Kiste hier hin? Das ist keine schmutzige Kiste. Da sind Baumaterialien drin. Die werde ich benutzen, um mein Bett so richtig aufzupeppen. Hä? Was hast du vor, Kate? Geht's dir gut? Ja, ich bin bloß reingefallen. Ups, sorry. Ich glaube, das Problem ist nicht am Karton. Es geht mir gut. Awesome. Gleich wirst du selber sehen. Lass mir ein bisschen Zeit. Gleich siehst du, wie sich hier alles verändern wird. Das wird so richtig toll. Ich freue mich schon auf mein Meisterwerk. Das sieht dir gar nicht schlecht aus. Na, hab ich's doch gesagt. Awesome. Das bringt mich auf eine Idee. Ich bestelle mir auch so eine gemütliche Ecke. Hallöchen, kommt rein. Hello. Ja, guten Tag. Zeig uns, wo willst du es hin? Okay. What? Du hast dir ein fertiges Bett gekauft? Das ist nicht fair. Na, warum nicht? Wenn ich das Geld habe? Erledigt. Schau dir diese gemütliche Ecke hier an. Das ist noch nicht alles. Hier fehlen noch ein paar Details. Ich finde, das sieht toll aus. Ach ja, und die LED-Girlande nicht vergessen. Na also. Mach mal den Mund zu. Sonst fliegt da noch eine Fliege rein. Ich muss mein Bett noch besser machen. Keine Ahnung, wie soll ich das Ding angehen? Wobei, ich glaube, jetzt habe ich eine Idee. Auf jeden Fall brauche ich diese Vorhänge hier. Und diese Tischdecke hier auch noch. Super. Jetzt kann es losgehen. Ich werde meine Ecke noch um einiges gemütlicher machen. Moment mal, hier fehlt noch was. Ich weiß. So ein Bautacker ist genau das, was ich brauche. Damit kann ich den Vorhang hier rantackern. Sieht gut aus.
Ah, ich mag es, wie sich hier alles verändert. Also, das sieht ja wirklich besser aus als vorher. Okay, ich bin fast fertig. Ha, meine Arbeit ist einfach unschlagbar. Beruhig dich, Kate. Du bist viel zu nervös. Mach dir keine Sorgen. Ich wollte mir bloß eine Hängematte machen. Sieht doch cool aus, oder? Eine Hängematte? Ach, was du nicht sagst. Ich muss mir was noch Besseres überlegen. Ja, das werden wir noch sehen. Ich muss Kate dringend zeigen, was ich sonst noch kann. Sie soll ja bloß nicht denken, dass sie hier die Beste ist. Ich weiß. Ich werde mir was bestellen. Da ist schon die Lieferung. Wo willst du hin? Da ist meine Lieferung. Super. Okay, ich stelle das einfach auch hier hin. Die Soundanlage können wir gleich auspacken. Ich bin mir sicher, diese Disco-Kugel wird noch ein bisschen Atmosphäre mit hier reinbringen. Goodbye. Es wird Zeit, dass ich ein paar Freundinnen rufe. Die sollen sich für mich freuen. Hallo, meine Hübschen. Okay, tut mir leid, du bist nicht eingeladen. Ach, große Sache. Ich schlage vor, wir lassen es so richtig krachen. Oh, das gefällt mir total. Bingo. Ich werde noch eine bessere Party schmeißen. Die wird einfach unvergleichbar sein. Wo sind meine Lieblingsspielzeuge? So schön. Bleibt einfach mal hier sitzen. Wir organisieren so eine richtig tolle, süße Teeparty. Wollt ihr ein bisschen Tee? Bitte sehr. Bedient euch. Kate feiert ihre eigene Party. Ich muss die Musik so richtig aufdrehen. Oh, meine Trommelfelle platzen gleich. Na warte, ich weiß, wie ich mich rächen kann. Ich warte. Komm mal rein. Was willst du hier? Hier, diese Clique feiert viel zu laut. Aha, ich sehe, hier feiert jemand eine illegale laute Party. Hey. Mädels, immer mit der Ruhe. Ich hab das im Griff. Wie wär's mit ein bisschen Geld? Oh, ich mag dieses Angebot. Okay, diese Angelegenheit ist geklärt. Du wirst uns nicht aufhalten, Kate. Oh, verdammt nochmal. Tut mir leid, ich muss gehen. Bingo. Ich habe einen anderen Plan. Ich werde diese Party noch übertreffen und etwas wirklich Großes machen. Freunde, wir haben viel zu tun. Ich habe hier diese alten CDs mitgebracht. Wir benutzen die Schere. Damit schneiden wir die CDs klein. Sieht doch schon mal gut aus. Und diese Splitter klebe ich einfach auf einen Globus. Die glitzern so schön und schimmern. Ich glaube, daraus können wir eine richtig gute Disco-Kugel machen. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Kleber und etwas Geduld. Und fertig ist meine Disco-Kugel. Awesome. Oh ja, die ist einfach perfekt. Und die restlichen Disco-Kugeln hänge ich auch noch auf, dass die schön schimmern. Und wer braucht schon eine Soundanlage, wenn ich einfach dieses Megafon hier benutzen kann? Und die Musik lasse ich einfach auf meinem Handy laufen. Hey, 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 diese Party sieht um einiges besser aus. Hier gefällt es uns. Macht mit. Irgendwie ist mir so richtig langweilig. Wenn ich nur ein neues Handy hätte, wäre mir nicht so langweilig. Alles klar, ich weiß, was ich brauche. In dieser Schachtel habe ich ganz viele Glühbirnen. Genau so habe ich es auch gedacht. Ich schaue mal nach, ob alle in Ordnung sind. Scheint so zu sein. Wie könnte ich die jetzt zusammensetzen? Ich glaube, ich könnte da ein Kabel gebrauchen. Ich weiß auch schon, wo ich es finden kann. Das könnte zwar Ärger geben, aber vielleicht auch nicht. Ich benutze einfach meine Schere, schneide den Block ab und nehme mir nur das Kabel. Ah, die hat echt nichts bemerkt. Jetzt kann ich meine Girlande draus machen. Oh, sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Jetzt muss ich sie nur noch an der Vorderseite meines Bettes anbringen. Awesome. Woher hast du so eine tolle Girlande? Okay, ich werde mir auch was Lustiges einfallen lassen. Halt euch, kommt rein. Okay, wir haben das mitgebracht, was du bestellt hast. Das sind bei weitem die besten Girlanden, die wir haben. Vielleicht wirst du davon überzeugt sein. Oh, wow, das sieht ja noch viel cooler aus. Jetzt müssen wir nur noch den Stecker in die Steckdose stecken. Na, was sagt ihr dazu?
Oh, vielen Dank. Das ist genau das, was ich wollte. Immer gerne. Es wird Zeit für eine kleine Pause. Ich lege mich einfach unter mein Bett und trinke meinen Cocktail. Oh nein. Bloß nicht das. Ich habe den Cocktail verschüttet. Oh nein, das ist ein Kurzschluss. Ah, das Bett brennt. Was stehst du rum? Tu doch etwas. Warte, ich habe eine Idee. Wir müssen einfach diesen Feuerlöscher hier benutzen. Keine Sorge, ich werde die Flamme schon löschen. Das war's, wir sind in Sicherheit. Oh, vielen Dank, du hast mich gerettet. Ach, gern geschehen. Wow!